unser Fischer. Ja, oder unsere beiden Fischer. Die arbeiten. Ist mir auch aufgefallen. Hier sammeln sich die Kisten echt stapelweise und keiner holt die ab. Okay, jetzt hat er... hat er mal ein paar Fische aufgenommen. Sie hat 10. Aber diese Fischkisten, die bleiben da tatsächlich immer stehen. Also die holt kein Mensch ab. Ich weiß nicht, warum das nur unsere beiden Fischer machen. Aber hier, jetzt hat sie geangelt. Hat eine neue Kiste gemacht. Noch eine. Und die werden einfach nicht abgeholt. Hier, er läuft jetzt... Na okay, er läuft auch mit 10 los. Keine Ahnung. Wie gesagt, ich weiß nicht, warum das nicht abgeholt wird. Gut, jetzt haben wir natürlich auch keine freien Arbeiter, aber... die angeln... also quasi einmal angeln, macht eine Kiste. Und dann laufen die mit 10 Fischen quasi immer wieder zurück in die Scheune. Hier jetzt, wird er sich die Kiste nehmen? Ach ne, er hat schon 10 gehabt wahrscheinlich, wa? Ja. Also keine Ahnung, finde ich sehr komisch mit den Fischern. So, genau, jetzt hat sie wieder 10, jetzt geht sie wieder runter an den Steg und angelt. Und das ist so der durchschnittliche Tagesablauf eines Fischers hier in Banished. Naja, okay, Frühsommer, alles gut. Und solange noch nicht das Hungersymbol über den Häusern erscheint, ist auch noch alles im grünen Bereich. Also keine Angst. Also ich besonders, keine Angst, für mich selber jetzt. Genau, Sammlerhütte ist auf jeden Fall das, was als erstes gebaut werden muss. So, die Turnips sehen auch sehr cool aus, muss ich sagen. Rüben. Werkzeuge. Wie sieht's aus? 6 Stück schon produziert. Das ist auch so eine Sache, die ich immer nicht verstehe. Das war aber auch in sämtlichen Banished-Versionen so. Dass, wenn der... da liegen überall Werkzeuge rum. Dass, wenn der Schmied Werkzeuge herstellt... warum er sich nicht als erstes gleich selbst eins nimmt. Verstehe ich nicht. Er ist doch an der Quelle. So, jetzt werden die Dinger eingesammelt, die 8 Stück. Hat er die wahrscheinlich alle in der Hand, genau. Wie viel macht denn der eigentlich? So, jetzt hat er hergestellt. 8. Okay, jetzt müsste 8 drin sein. Jetzt geh doch bitte dir gleich Werkzeuge holen. Dann bist du doch selber effektiver. Ich meine, ich finde es ja gut, dass er erst an die Bevölkerung denkt, bevor er an sich selber denkt. Aber es macht doch wenig Sinn. Ich würde mir an seiner Stelle erstmal ein Werkzeug nehmen, damit ich selber besser arbeiten kann. Ja? Aber nein, macht er nicht. So. Baut Ressourcen ab. Hol dir doch bitte erstmal ein Werkzeug. Mädchen. Was machst du denn jetzt? Was? Hä? Okay, jetzt ist er zum Fischer geworden. Und sie ist auf einmal Schmiedin. Ja. Okay. Muss ich auch nicht verstehen. Eisenerz geht steil bergab. Ah, Gott, Alter, die Leute haben hier eine Arbeitseinstellung. So, Kartoffeln werden schon geerntet. Oh, wir haben 5 Nahrung im Lagerhaus. Sehr geil. Jetzt haben wir eigentlich... das Spiel schon geschafft fast. Können wir eigentlich aufhören. Besser geht's nicht. 31 schon. Boah. Kindersnee. So, auch 100% gleich. Ja, gefühlt sind die Erträge hier wieder deutlich besser. Als im Norden. Naja, gut. Ich habe jetzt überlegt, ob ich die Felder dann größer mache. Bedeutet natürlich auch mehr Arbeit. Allerdings, wir sind jetzt im Sommer. Wir fangen jetzt im Sommer schon an zu ernten. Mit 2 Leuten. Also das ist schon sehr, sehr früh. Da schaffen es eigentlich 2 Arbeiter auch locker, noch ein größeres Feld zu bewirtschaften. Problem ist der Platz halt, ne? Gut, hier könnte man nach hinten nochmal gehen. Dass man, weiß ich nicht, so auf 8x15 oder sowas vielleicht geht. Gut, bei dem wird es hier ein bisschen eng werden. Ah, ganz kurz gucken. Doch, 8x15 würde auch gehen. Ah, ist ja hier 8x15. Ja. Gut, und bei denen sowieso. Ich glaube, das mache ich nochmal. Dass ich im Winter nochmal die Felder umbaue.
Oder einfach nur Verlänger. Gibt leider nicht die Möglichkeit, dass man hier sagt, Feld erweitern oder sowas. Das ist leider nicht möglich. Komme ich eigentlich mit dem Weg da lang? Ja, perfekt. Ja, dann würde ich wahrscheinlich auf 8x15 Felder hochgehen. Eieiei, 700 haben wir jetzt schon Nahrung im Lager. Wow. Es hat doch was gebracht, dass ich gestorben bin. Also definitiv jetzt schon. Ja, also wie gesagt, man muss unbedingt am Anfang immer auf Nahrung gehen. Nahrung und Brennholz, das sind die wichtigsten Sachen, die man am Anfang haben muss. Kleidung, ja, okay, sollen sie frieren? Dafür haben sie halt Brennholz. Werkzeuge, ja, okay. Aber wie gesagt, Werkzeuge kriegt man ja auch relativ schnell selber hin schon. Aber wirklich Nahrung und Brennholz, das sind die wichtigsten Sachen, die es hier gibt in dem Spiel. So. Wollte ich nur mal erwähnt haben nochmal. Alles klar. Also, ein neues Feld. Nein. 8x15. Zack. Okay, wir nehmen auch mal die Bauern raus. So, hier muss wahrscheinlich einfach nur hinten geerntet werden. Und hier sind wir auch durch. Sehr gut. Neues Feld. 8x15. Und nochmal zwei abziehen und nochmal Arbeiter rein. So, Bauarbeiter. So, Turnips werden noch geerntet. 1300, Wahnsinn. Oh, ich bin gerade ein bisschen happy. Ich glaube, das ist ein soliderer Start, als er jemals hätte sein können. Haben die Turnips? Doch, ich wollte gerade sagen, haben die Turnips gar keine Animation? Ich glaube, die Turnip-Ernte ist nicht ganz so gut. Weil auch hier nicht aus jedem was geerntet wird. Naja, 518. Ich glaube, das geht deutlich besser. Aber gut, dafür bauen wir jetzt einfach... Nee. Ein größeres Feld. So, 8x15. Zack. Zwei Bauern abziehen. Und ich hoffe, dass die Größe... Oder die ja, vorgeschlagene Arbeiteranzahl immer noch bei 2 liegt. Müssen wir mal gucken, ob die 24 extra Felder quasi dazu führen, dass da 3 gefordert werden. Ich meine, wir können es manuell immer noch runterstellen, kein Problem. Aber wir sehen, wir sind im Spätsommer und wir haben jetzt schon alles abgeerntet. Also, ja. Wir sind sehr schnell. So, wie sieht es eigentlich bei unseren Baustellen aus? Wunderbar. Richtig bescheiden. Hm. Ja, wir brauchen auch definitiv nochmal Holz. Steine eher nicht. Aber Holz müssen wir noch fällen gehen. Und das würde ich leider erstmal hier oben machen wollen. Da haben wir noch Stein und Eisen. Hilft nix. Muss weg. Und jetzt im Winter haben wir ja sowieso ein paar mehr Arbeiter. Von daher bin ich eigentlich ganz optimistisch, dass wir hier unseren Lagerplatz noch mal ein bisschen füllen werden. Sammlerhütte, Kräutersammler. Okay, der braucht... Also die brauchen keinen neuen Lagerplatz. Wobei, wir könnten eigentlich hier auch noch einen zweiten Lagerplatz... Ach nee, hier würde ich ein Haus hinbauen später. Stimmt, alles gut. Ja gut, hier könnte man vielleicht noch einen Lagerplatz hinbauen. Einen größeren. Ich sag mal, der ist ja nun wirklich relativ klein. Wisst ihr was? Wir bauen einfach mal einen großen Lagerplatz. Und zwar... mal 10. Der wird umrahmt. Von dem hier. Und der wird dann abgerissen. So, sehr gut. Felder stehen. Ja, ist egal. Turnip, Cucumber.
Kartoffeln. Ja, vorgeschlagene Arbeiteranzahl 3. Okay, muss das mal runterstellen. Ich hoffe, 2 reicht. Kann natürlich sein, dass ich durch meinen Größenwahn wieder ein bisschen übertrieben habe. Wobei, wir haben ja Zeit, wa? Wir reißen einfach mal das hier nochmal ab. Jetzt können wir eh frei bauen quasi. Und machen wir 8×14. 2, okay. Dann tut es mir leid. Müssen wir leider nochmal neu bauen. Oder neu setzen einfach nur. 8×14 machen wir. So, Turnip. Na. Cucumber and Potatoes. So, dann ist nämlich von Hause aus vorgeschlagene Arbeiteranzahl 2. Und dann bin ich mir auch relativ sicher, dass wir das locker hinbekommen. Gut, die Felder stehen. Hier wird gebaut, sehr schön. Hier ist auch alles schon fertig, sehr schön. Holz haben wir natürlich nicht mehr, aber dafür fällen wir ja leider hier hinten jetzt erstmal ein bisschen was. Also was heißt leider, gehört ja dazu. Das sieht auch sehr schön aus hier. Okay, sehr gut. Können wir schon mal den Weg bauen, denn wir werden hier eine Brücke rüber bauen gleich. Zur Halbinsel. Da können wir dann auch nochmal richtig Holz und sowas ernten, weil das will ich hier eigentlich alles entfernen irgendwann. Hier kommen wir eh dann später Stadtgebäude hin. Hoffentlich. Sehr schön. So, ein Sammler und einen Kräutersammler. Wobei ein Sammler finde ich auch ein bisschen wenig. Könnten wir eigentlich auch mal von Hause aus schon mal 2 machen. Und wir werden auch 6 Bauern einstellen gleich. Für die Felder. Aber wie gesagt, die machen ja erstmal dann andere Tätigkeiten. Alles gut. So, der Lagerplatz bitte noch fertig machen. Der Lagerplatz fertig machen. Den Lagerplatz bitte fertig machen. Nahrung haben wir auch nur 745. Es geht also wieder bergab. Aber jetzt sind wir an dem Punkt, wo ich eigentlich dazu übergehen könnte, den TP zu bauen. Stimmt, dafür brauchen wir Eisen. Werkzeuge sind wir gleich am Limit. To the limit. 22 reicht mir, aber ich werde erstmal auf Eisenproduktion jetzt gehen. Und den TP setzen. Der muss so rumgebaut werden. Wie baut man den richtig? Okay. Was ist denn hier das Problem? Okay, da geht er. Ach, weil da das Feld im Weg ist. Ja, logisch. Mann, Mann, Mann. Da würde er hinpassen. Andere Idee. Ach gut, dann müssen wir doch erst die Brücke bauen. So, Holzbrücke. Und dann rüber. Dann können wir nämlich hier drüben den TP bauen. Kann ich noch eins mehr da reinsetzen? Okay, dann müssen wir den Weg da nochmal kurz abreißen. Remove Road. So, dann setze ich erst den Trading Point. Dann setzt man hier hin. Und die Road. Zack. Zack. Und ein Warenlager. Muss aber nicht groß sein. Ja, okay. So klein muss es dann auch nicht sein. Wobei hier 3×2 reicht eigentlich. Wie gesagt, er muss wirklich nicht groß sein. Aber ich mache hier 2×5. Wir setzen einfach hier noch so einen kleinen Lagerplatz ran. Gut. Dann brauchen wir definitiv Stein. Aber haben wir ja direkt vor Ort.
Und auch definitiv noch mal ein bisschen Holz. So. Gut. Ja, ich muss es doch noch mal anders machen. Ich muss mal die Bauern hier alle abziehen. Und hier mal zu Bauarbeitern machen. Spätherbst, ja, okay. Wenn es quasi wieder grün wird auf den Wiesen. Und wenn der Schnee weg ist, dann werde ich einfach die Bauern wieder einstellen. Jetzt am Anfang mit den paar Leuten, die ich habe, muss ich aber tatsächlich erstmal hier alles in die Bauarbeiter nochmal stecken. So, wir bauen jetzt auch nochmal ein sechstes Haus, denn jetzt bin ich optimistisch, dass wir, naja, zumindest halbwegs überleben. Deswegen können wir hier ruhig nochmal ein sechstes Haus bauen. Könnten eigentlich sogar sieben schon haben, aber wir wollen es ja mal nicht übertreiben. Wobei, vielleicht baue ich hier drüben dann ein Haus hin, zum Trading Point. Was ist das denn hier? Das für ein grüner, schwarzer Kreis. So, Lagerplatz steht. Wunderbar. Nein. Dann können wir das Gebäude hier nämlich nochmal abreißen. Ja, 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 ich weiß. Fast alles aufgebraucht. Aber wir verschieben die Sachen jetzt nach hier drüben. Jetzt auf einmal kommt doch die Musik, wenn ich mal kurz im Menü war. Komisch. Ja, wie gesagt. Ich hoffe, ihr geht auch nur bis zu der Ecke hier. Nein. Naja, doch. Was machst du denn? Holz? Achso, zu der Baustelle. Gut, alles klar. Okay, doppelte Arbeit. Ja, also wie gesagt, mit den Wegpunkten ist manchmal echt noch ein bisschen komisch. Aber okay. Du hast keine... Du hast kein Eisen mehr? Ist das richtig? Also sie trägt gerade Eisen, meiner Meinung nach, wie die gelbe. Ne, Pilze trägt sie. Ja. Sammelt denn die Hütte auch? Ach! Kinders! Ich werde nie wieder Jäger bauen. Wahnsinn! So, sie hat auch schon Kräuter gesammelt. Oder er, wer auch immer. Sehr schön. Ach, Mensch. Die Sammlerhütte ist ja schon zehnmal effektiver als jeder Förster und jeder Holzfäller, den ich bis jetzt hatte. Jäger und Förster, so. Sehr geil. So, Holzbrücke steht auch. Kurz vorm Abschluss. Sehr schön. Ja, hier kommt dann noch das Gewürz hier und so was weg. So, wir haben uns dann schon auf die Halbinsel rübergebaut. Das freut mir. Wie gesagt, hier den Fischer und so weiter. Den können wir vielleicht auch hier stehen lassen noch. Ist ja erstmal Anfangsgebiet. Und ich will nicht zu weit in die Zukunft schauen. Wobei, ich sag mal, bei The North hat er dann tatsächlich alles so hingehauen, wie ich es auch mir vorgenommen habe. Weil da die Pläne ja auch relativ waghalsig waren. Wenn ich mal ehrlich bin. So mit Stadtkern und so weiter. Aber hat ja am Ende alles gut gepasst. Gut, so, letztes Ding hier noch und dann sind wir hier leer. Wird sich denn bitte jemand erbarmen? Irgendjemand. Okay, wir haben übrigens Iron Ore hier noch drin. Werkzeuge 22, auch gut. So, erster Holzfäller wahrscheinlich, oder? Holzhacker. Oh, wir haben noch 16. Gut, da hat irgendjemand sich schon wieder am Brennholz bedient. Und zwar richtig. Ich weiß gar nicht, warum ich immer auf Escape drücke. Ich weiß ganz genau, dass es nicht funktioniert mit Escape. Warum ist hier ein Weg gebaut worden? Den will ich da nicht. Da bin ich pingelig. Weg da. Weg mit dem Weg. Weg, weg. Da liegt ein Baumstamm. Nervt mich. Baumstamm. Weg. Muss hier dieses Deadwood sein, ne? Weg. Die Steine kommen eh alle weg. Das sieht nicht gut aus. Ich meine, wie gesagt, das Deadwood an sich finde ich ganz cool gemacht. Aber nicht, wenn es quer über den Weg liegt. So, Lagerplatz steht. Ich weiß nicht, was dieser schwarze Böpsel hier soll. Naja. Winter, nee. Och, Mensch, irgendjemand. Bitte irgendjemand hier noch diesen Eisenhaufen weglegen. Oder was auch immer das für ein Haufen ist. Ich weiß es noch nicht mal.
Aber es sollte wahrscheinlich... Nee, Eisen ist das nicht. Obwohl, es könnte richtiges Eisen sein. Naja, God only knows. Ja, es ist richtiges Eisen. Da sieht man die braunen Schokostückchen davor liegen. Sieht aus, ein bisschen aus wie bei so einer Ritter-Sport-Schokolade. Die haben auch mal so eine Form. Also ohne Werbung zu machen, aber... Das ist die geilste Schokolade, die es gibt. Little Spalt. Alter Schwede, was jetzt alles gibt. Hier, Strawberries, Raspberries, Blackberries, Cranberries. Eier. Wir brauchen Eier. Und wir stagnieren bei 700. Das ist sehr schön. Also Fischer und Sammler arbeiten sehr gut. Wir haben... Ach nee, zwei Sammler haben wir, ne? Ja. Aber die sammeln tatsächlich dauerhaft Nahrung. Sehr gut. Guter Arbeiter. Iron Ore. Sehr schön. Können wir wieder umstellen auf Iron Tool. Brauchen wir zwar nicht mehr, aber egal. Besser haben als brauchen. Holz haben wir gar keins mehr. Achso, aber wir wollen den Wald hier drüben noch roden. Da würden wir dann wieder ein bisschen Holz kriegen. Und das Ganze... Ja, okay, kommt dann hier mit rein. Das fand ich bei The North besser. Der Ertrag bei Holz oder bei Bäumen. Der war so unfassbar hoch. Also da wurde auf jeden Fall den Zahlen geschraubt bei The North. Das ist hier wieder deutlich, deutlich weniger geworden. Was man an Bäumen oder was so ein Baum an Holz bringt. Naja, wie gesagt, hat alles Vor- und Nachteile. Dafür ist halt die der Nahrungsertrag hier wieder höher. Naja, alles ein Für und Wider.